Herzlich willkommen beim Daddy's Baby Blog. Hallo liebe werdende Eltern und auch Eltern. Hier ist euer Stefan von Daddy's Baby Blog. Das bin ich. Ja. Und wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, über diese ganzen verschiedenen Tests oder zumindest über diesen Harmony-Test. Und da habe ich ja schon mal angedeutet, dass eben bei diesem Video jetzt eben darum geht, was wird es nun, junge Mädchen, Arschlochkind, wie es Michael Mittermeier immer sagt. Ja, das war für mich auch sehr schwierig. Ich hätte natürlich gern einen kleinen Sohn gehabt, muss ich ganz ehrlich zugeben, da ich ein riesengroßer Star Wars Fan bin und Star Trek Fan und Lego liebe ich über alles. Und ich habe gehofft, ja, Junge, das wird auf jeden Fall Junge, das muss ein Junge werden, denn ich will den Super Sternenzerstörer von Lego für meinen kleinen Emil kaufen und dann ihn mit ihm gemeinsam, natürlich gemeinsam, zusammenbauen. Aber, es kam anders wie erwartet. Denn durch diesen Harmony-Test haben wir uns gedacht, okay, wir wollen es auf jeden Fall schon vorher wissen, wir wollen es dann überraschen lassen. Denn alles organisieren und alles vorbereiten ist natürlich viel besser, wenn man es schon vorher weiß. Aber das muss auch jeder selber entscheiden, wie er es gerne haben möchte. Und wir wollen es auf jeden Fall wissen, eben was es wird, junge Mädchen. Und es wurde ein Mädchen. Ja, ein Mädchen. Und für mich war es zuerst ein wenig schwierig. Oh je, Mädchen, alles pink, Hello Kitty. Ich mag kein Hello Kitty und ich mag das ganze pinke Zeug, mag ich auch nicht. Aber dachte mir, okay, kann man jetzt nichts ändern. Ne? Man kann jetzt auch, okay, wir können es wieder zurückschieben, vielleicht wird es nochmal anders da. Geht ja nicht. Deswegen, was will man machen? Ne? Muss man halt das nehmen, was man bekommt. Nein, natürlich nicht. Ich war natürlich auch schon froh, dass ich ein Mädchen wurde. Denn, solange es gesund ist, ist alles gut. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir jetzt also ein bisschen? Namengebung. Namen, was nehmen wir für Namen? Ja, das war sehr schwierig, denn die Katharina wollte zuerst mal Sarah haben. Davon hat sie mir mal geträumt, dass sie eine Sarah entbunden hat. Es ist schon lange, Jahre her, wo sie mal geträumt hat. Aber irgendwie hat mir der Name jetzt immer so ganz gefallen. Und deswegen haben wir uns dann eben dann für die Emma entschieden. Wenn es ein Junge geworden wäre, hätte ich gern Paul gehabt. Aber Jungnamen waren extrem schwierig für uns beide. Also, mir hat Paul gefallen, ihr hat er nicht so gefallen, aber gut, das Thema hat jetzt erstmal erledigt. Jetzt haben wir noch einen weiteren Namen, falls noch ein nächstes Kind kommen soll, noch ein Junge oder Mädchen, dann wäre es vielleicht sogar der Emil geworden, weil das passt sogar gut mit Emma zusammen. Aber wie gesagt, das hat noch ein bisschen Zeit und vielleicht bleibt es auch bloß bei der Emma, das werden wir sehen. Ja, natürlich muss man auch alles vorbereiten, was braucht man alles und so weiter und so fort. Dann muss ich auch zugeben, damit habe ich mich so gut wie fast nicht damit beschäftigt. Ich habe alles meine Frau machen lassen, denn die hat gewusst, was sie braucht. Jetzt sogar extra Listen erstellt. Die Listen zeige ich euch dann mal demnächst. Ich lese euch mal vor, was man alles braucht. Denn das ist wirklich eine riesengroße, lange Latte gewesen, was man alles braucht. Wahnsinn! Für ein Kind ist es ja... Ja, wir haben ja das Zimmer, das Kinderzimmer haben wir hier noch und es war ja blau, ist ja hellblau und hat eben mit Mowgli und mit Baloo der Bär drin. Und die Idee war ja es eigentlich umzumalen, da sind wir unsere Vorgängerin von dieser Wohnung, das nämlich selbsthändig gemacht hat, aber es gefällt uns jetzt so gut, dass wir es einfach hellblau lassen, denn man muss ja nichts unbedingt nichts Pinkes an die Wand hinklatschen, nur weil es ein Mädchen ist, das finde ich jetzt total schmarrn. Man kann ja auch was anderes noch hinmachen, was mädchenhafter ausschaut, aber und da wir auch alle beide Filmliebhaber sind und das Dschungelbuch ein ganz besonderer Film für mich ist, haben wir es auch belassen, was einfach schön ausschaut. Ja, dann würde ich mal sagen, ich zeige noch was. Denn wir waren ja nur wieder beim Kinderarzt, beim Frauenarzt und da haben wir jetzt noch ein paar mehr Bilder gekriegt und zwar am 12.11.2013 haben wir dieses Bild gekriegt, da sind wir schon ein bisschen mehr. Die Größe war 5,9 cm und dann am 18.11. haben wir noch eins gekriegt, da ist es schon 7,7 cm groß, die Emma. Das ist dann das hier, das hier ist der Mutterkuchen,
Und dann haben wir noch ein weiteres Bild vom 17.11. Da ist 8,9 cm groß. Ja, ich weiß, ist ein bisschen unchronologisch, aber ja. Auf jeden Fall immer noch schön anzugucken, die kleine Emma, wie sie in ihrem Bauch war. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir hier mal Schluss mit diesem Video. Heute geht es ein wenig kürzer, aber es macht ja nichts. Und auf jeden Fall, ich wünsche euch noch viel Spaß bei meinen weiteren Videos. Ihr könnt immer wieder kommentieren, wie ihr das alles empfunden habt oder wie eure Namensgebung entstanden ist von euren Kindern. Das interessiert mich extrem. Und bis zum nächsten Mal, euer Stefan von Daddy's Baby Blog. Ciao, ciao!